Mein Name ist Wolfgang Kuhn. Ich bin im Hauptberuf Beamter bei der Landeshauptstadt München und versuche dort die Beschaffung voranzutreiben, schon seit annähernd 40 Jahren. In Moosach bin ich als Zweit-Moosacher, nachdem ich einmal schon weggezogen bin, wegziehen musste zum zweiten Mal, seit mittlerweile 25 Jahren. Die Frage, die Sie mir gestellt haben, zielte auf eine Ecke ab. Und darauf gleich meine Antwort: In Moosach gibt es überhaupt keine Ecken. Das wirkt eher abwertend. Moosach hat nur schöne Teile. Mein Teil ist Hartmannshofen. Dass Moosach aus vielen Teilen besteht, die ineinander greifen, insgesamt das Bild eines Moosachs erzeugen. Und da haben wir, wenn man mal im Osten anfängt, zum Beispiel die Pressestadt, die sehe ich aus meiner Warte heraus, bin ja auch schon nicht mehr der Allerjüngste, immer noch als modern, weil es als Teil des Gesamtensembles Olympia für mich durchgeht, auch wenn es nicht vom Welterbe erfasst werden wird, möglicherweise auch nicht diesem Denkmalschutz unterliegt, aber trotzdem ein gewisser Gebäudezug dort steht, der sehr modern wirkt, immer noch modern wirkt. Und wir haben eben genau krass in der Mitte Alt-Moosach mit dem geschützten Dorfkern. Das ist eine völlig andere, jetzt haben wir doch wieder bei der Ecke, als Begrifflichkeit, die wieder ganz anders rüberkommt und die auch seine ihre Berechtigung hat. Die wollen wir auch weiter schützen, weil das macht Moosach aus. Und wir haben Hartmannshofen, das eigentlich üppigstes Grün in sich trägt. Das alles zusammen ist Moosach auf relativ kleinen Raum, relativ viel. Und diese Zusammenstellung, glaube ich, gibt es in keinem anderen Stadtteil so, wie es in Moosach vorzufinden ist. Zum einen lebe ich hier und dann wirke ich hier. Und vielleicht ist der zweite Teil sogar der wichtigere, weil mich dieses Wirken erst in Moosach so erreicht hat. Und jetzt bin ich Teil des Ganzen und sehe halt, dass man hier gestalten kann. Und ich möchte natürlich ganz besonders in Moosach gestalten, was jetzt nicht bedeutet, wir reißen alles um, sondern wir wissen, da wird sich, kommen wir noch wahrscheinlich dazu, einiges verändern. Da muss man sehr sorgsam damit umgehen. Man muss das Alte schon ein bisschen noch bewahren und man muss das Neue aber trotzdem zulassen. Diese Möglichkeit habe ich jetzt hier in Moosach erhalten, hat sich so ergeben. Das ist einer der Antriebe. Und wenn man schon mal so dick drin ist, dann sage ich immer, dann geht man nicht mehr freiwillig und da will ich auch gar nicht weg. Insoweit bin ich Teil von Moosach und Moosach ist insoweit auch Teil von meinem Leben. Diesen Begriff möchte ich gleich hinterfragen. Das würde ja implizieren, es ist nicht schön. Es wird schöner. Ich finde das nicht, ich empfinde das gar nicht so. Moosach ist an sich und außerdem ist Schönheit immer so ein Begriff. Selbst die hässlichste Schmuddelecke kann niemand schön finden. Und das muss man auch zulassen. Und ich glaube, dass das auch in einem urbanen Umfeld sogar wichtig ist. Es muss sogar irgendwo Schmuddelecken geben. Es kann nicht alles schön sein. Insoweit dieser Mix, der tatsächlich da ist, den finde ich einmal grundsätzlich schon gut. Ob es effizienter vielleicht noch sein kann an mancher Ecke, das kann jetzt sind wir schon in der Fachlichkeit drin, möglicherweise ist das mit dem Verkehr nicht so ganz optimal geregelt. Ruhender Verkehr, genauso wie der fließende Verkehr. Also insoweit effizienter, das nehme ich einmal an. Oder sagen wir mal, wie man in Bayern immer gesagt hat, kommoder. Das würde ich auch noch zulassen, weil was fehlt uns denn noch? Wir haben eine wahnsinnig gute Kulturlandschaft, eine sehr kleinteilige, also nicht diese hohe Kultur, wo irgendwelche Millionäre dann einmal kurz ein Gastspiel für 3 Minuten geben und dafür wieder 98 Euro kassieren, sondern eine Kultur, an der man mit teilnehmen kann, ob das jetzt die Musiknacht ist oder die Büchernacht oder was auch immer, man ist da ganz nah dran. Es gibt genügend Veranstaltungen in unserem Pelkhofenschloss, wo man auch auf die Bühne raufgehen kann, irgendwie sich einbringen kann, von der Karaoke-Show bis zu ich weiß nicht was, aber manchmal kommen wir da an unsere Grenzen und insoweit schöner, effizienter, kommoder, was wir brauchen, ist unbedingt ein Kultursaal. Etwas Größeres, wo man mal auch wirklich größere Veranstaltungen abfahren kann. Da sind wir momentan etwas
beschränkt hinsichtlich der Gebäudestruktur. Das brauchen wir unbedingt noch. Und da gibt es natürlich noch viele, viele so kleine Dinge, aber nichts Großartiges. Und schöner, wie gesagt, es ist so, wie es ist. Mir gefällt es so. Wenn es mir da an der Ecke nicht gefällt, kann ich ein paar Meter weitergehen. Da ist wieder alles ganz anders. Ich kann einen Verkehr erleben, wenn ich unbedingt brauche. Gibt welche, die wollen gerne Züge beobachten. Haben wir einen großen Bahnhof, kann man sich da reinsetzen, kann Züge beobachten. Ich kann aber auch nach Hartmannshofen gehen, mir auf die Bank setzen. Und wenn ich Glück habe, sehe ich vielleicht einen Schmetterling, aber sonst schon gar nichts. Also alles soweit ganz gut. Das alles zusammen finde ich schon mal ganz gut so. Es fortzuentwickeln, zu optimieren, ja, da bringe ich mich gerne ein. Aktuell haben wir ja eine Prognose, die da lautet, dass ein Zuwachspotenzial von 33% auf Moosach gerechnet wird. Das bedeutet natürlich das, was es überall bedeutet. Mehr Menschen kommen in einen beschränkten Raum, der ist ja nicht mehr erweiterbar, er ist so, wie er ist. Die einzigen Möglichkeiten, die man hat, man verdichtet das Ganze, man treibt das in die Höhe oder, was den Verkehr betrifft, vielleicht in die Tiefe, je nachdem. Aber im Prinzip ist das Volumen nicht groß veränderbar, aber es kommt mehr rein. Und das wird die größte Herausforderung sein, dass man den Menschen nach wie vor ein Moosach bieten kann, das lebenswert ist. Genauer gesagt, mein Slogan zurzeit ist eher urban und liebenswert. Beides, was es jetzt ist, möchte ich auch in die Zukunft möchte in der Zukunft wiederfinden. Und das ist jetzt die Aufgabe der kleinen Politik, sage ich mal, der Bezirksausschuss, meine Aufgabe, meiner Kollegen, dass auf der einen Seite tatsächlich zu entwickeln, aber zu bewahren. Das ist ganz ein ziemlich schwieriger Spagat, den wahrscheinlich in München mehrere momentan beschreiten. Aber ich glaube, dass es vielleicht besonders schwierig ist in Moosach, weil man, wie die gestrige, gestern war eine Bezirksausschusssitzung, in der wir genau dieses Dilemma wieder gehabt haben. Der eine will sein Auto parken können, der andere sagt, aber wir parken da zu viele. Dieses Miteinander, diesen Charakter, wir sind solidarisch, wir tragen das zusammen aus. Manche stülpen jetzt aber ein bisschen, aber man muss trotzdem aushalten. Das muss man unbedingt. Ja, noch funktioniert es. Ich hoffe nicht, dass das noch mehr eskaliert. Und das ist jetzt eine große Herausforderung, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen, es fortzuentwickeln und trotzdem Rücksicht nehmen auf den anderen. Das ist nicht immer ganz einfach. Beispiel ist natürlich auch das, was die Jugendlichen und Kinder so ein bisschen umtreibt, wenn man bedenkt, während man früher, ganz, ganz früher, sage ich jetzt mal, kann ich so einfach sagen, in der Früh in die Schule gegangen ist, Mittag ist man heimgekommen, Mama hat das Essen gemacht und Nachmittag hast du machen können, was du willst. Irgendwie hast du halt die Hausaufgabe irgendwann erledigen müssen, aber es war genügend Zeit. Man hat sich irgendwie draußen getroffen. Wie schaut es heute aus? Der Ganztag kommt immer mehr. Das heißt, die Kinder gehen im Dunkeln aus dem Haus fast noch, kommen aber auch wieder im Dunkeln erst nach Hause. Vielleicht haben sie sogar noch Hausaufgaben, aber sie wollen ja irgendwann toben. Insoweit auch das muss man irgendwie hinbringen. Jetzt ist aber der Umstand, dieses Toben wird dann zu einer dunklen Zeit stattfinden. Vielleicht fühlen sich der Erste, der schon wieder von der Arbeit heimkommt, gestört von diesem Toben auf Nacht. Auch das sind so Dinge, da muss man eben schauen, dass die Gesellschaft wirklich Rücksicht nimmt und auch akzeptiert, dass wir auf einem beengten Raum alle leben und das ist halt einmal Stadt. Auch wenn wir immer sagen, gut, hat dörflichen Charakter an manchen Stellen, aber Moosach ist nach wie vor Teil einer Millionenstadt. Die Wünsche sind jetzt mal kurz angesprochen, sind noch nicht realisiert, deswegen darf ich es mir auch weiter wünschen. Der Kultursaal ist hoffentlich schon da, er funktioniert auch. Das ist einer der Punkte. Und wir brauchen, damit dieser Stadtteil auch richtig funktioniert, sämtliche Infrastrukturmaßnahmen, die man halt auch in einem Stadtteil sich wünscht. Das heißt also die ausreichende Anzahl an Kindertagesstätten, dass auch junge Familien, wenn sie mal nach Moosach verschlagen werden oder wenn sich noch Jüngere irgendwann zusammengefunden haben und sagen, wir wollen jetzt Kinder haben, dass sie auch diese Kindertagesstätten, Horte, alles, was man da braucht, vorfinden in ausreichender Anzahl und dass bis dahin auch endlich ein System gefunden ist, dass man das auch frühzeitig weiß,
weil da wird sich nichts dran ändern. Auch wenn die hohe Politik, der Bezirksausschuss kann da weniger eingreifen, aber spätestens ab dem Stadtrat kann man was tun gegen die steigenden Mieten. Wenn das alles doch nicht so ganz fruchtet, wie man sich das vorstellt, werden wahrscheinlich auch in Zukunft beide Elternteile arbeiten müssen. Und deswegen brauchen wir natürlich Unterstützung durch Kindertagesstätten, durch, jetzt haben wir wieder, Schulen, die wahrscheinlich ganztags ausgeprägt sein müssen, anders funktioniert das Ganze nicht, das ist der eine Teil. Aber auch für unsere Seniorinnen und Senioren hätte ich schon gern immer eine Stelle, in der sie sich treffen können, und zwar so treffen können, dass sie sich das auch leisten können. Wir haben eine Anlaufstelle, das ist das ASZ, aktuell ist dieses ASZ, die AWO, in der Gubestraße noch nicht so optimal. Ich hätte gern ein modernes, neu gebautes, in dem auch diese Menschen sagen, da gehe ich gern hin, das ist jetzt nicht so runtergekommen, das ist jetzt noch nicht so marode, da kann ich dieses und jenes machen. Das wären so diese Eckpunkte. Der Verkehr ist natürlich jetzt dem geschuldet, dass man diese Sprünge in der Entwicklung nicht so ganz nachvollzogen hat. Das sind momentan noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, Übergangslösungen, wenn man so und so viele Busse einsetzen muss, damit das Gesamtgefüge funktioniert. Da würde ich mir wünschen, dass das eher verzahnter ist und das nicht, weil im Untergrund eine zweite, dritte U-Bahn oder ein zweiter, dritter U-Bahn-Zug nicht einbringbar ist, technisch nicht einbringbar ist, außerdem nicht vorhanden ist, dann muss oberirdisch dann wieder ein Dieselbus rumfahren, das Ganze im Zuge der Luftreinhaltung, das funktioniert eine Zeit lang einmal, damit die Kapazitäten einigermaßen vorhanden sind, aber auf Dauer müsste das Ganze dann schon etwas moderner gestaltet werden, ökologischer, und das wünsche ich mir für die Zukunft. Vielleicht wird es sogar dazu führen, dass der eine oder andere sagt, eigentlich brauche ich das Auto gar nicht, es gibt genügend, auch in unserem Stadtteil, Haltestellen, Einstiegspunkte, ganz wirr, wer vielleicht es mitbekommen hat, wir haben ja eine jetzt aktuell wieder eine zweite Anfrage, eine eigene aus den Reihen des Stadtrats, die überlegt haben, ob man nicht Mosach und das zukünftige neue FITZ vom BMW mit einer Seilbahn verbinden kann. Jetzt lassen wir mal das weg, das war so eine eigene Idee, aber es gibt sogar, der Stadtrat von Dachau hat eine Studie in Auftrag gegeben, der hätte gern Dachau mit Mosach verbunden, auch wieder mit der Seilbahn. Mei, warum nicht, wenn es funktioniert, wäre das natürlich nur was ganz Besonderes.